Ja, hoffentlich wird es heute wieder spannend, wie sonst immer. Und ich bin auch mal gespannt, was heute so in der Welt von The Division 2 los ist. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. So, Tida Basin. Hallo Marcel, grüß dich. Bist du schon da? Ich bin schon da. Oh, Sekretariat. Tida Basin, Voraussetzung des Kapitol ist bei mir als Anzeige. Wie war dein Tag? Ich sag nur bei mir ISO 13485. Sagt ihr das irgendwas? What? Was wollte eine ISO? 13485. Ja, was ist mit der? Oh, kommt am 20. Audit. Da sind heute alle rumgerannt und im Panikmode. Oh, wegen der Medizin da. Genau. Fällt denn aber früher ein? Ist doch jedes Mal das Gleiche. Ja, auf jeden Fall habe ich heute noch so ein bisschen rumgebastelt und habe mal so schon das erste Modul gemacht, was die einzelnen Parts in das Protokoll speichert. Ja. Also die Kopfzeile habe ich jetzt erstmal drin, dass quasi der User, der Auftrag und alles drin steht, ne? Automatisch eingegeben wird, die Seriennummer wird automatisch übermittelt, dann das Etikett, was Mac-mäßig ist, die Mac-Adresse eingetragen. Das Etikett wird auch automatisch schon gedruckt. Ja, Ja. im Prinzip musst du nur das Label auf der Baugruppe scannen. Dann geht das ganze Zeug allein im Hintergrund. Ist halt erstmal ein Teil, ein Modulteil von dem Ganzen, ne? Ja. Das funzt schon mal, zumindest mal so, wie ich es jetzt gedacht hatte. Weil wenn du jetzt die MAC-Adresse da abschreibst aus der Konsole, ist es ja auch nicht gerade, ne, der Hit. Kann man ja Ja. Schreibfehler machen, ne? Na klar. Deswegen geht das jetzt voll automatisch. Da muss ich das Ganze noch in eine Anweisung, eine digitale packen. Der Dunse macht gerade noch Papieranweisungen. Für jeden Platz eine einzeln, so wie ich es jetzt mitgekriegt habe. Da hat er erstmal voll zu tun, ne? Okay. Und ja. Dann habe ich so ein Fertiggerät bekommen, ne? Wo aber nur der Muni, also das ohne Kameras, ne? Auseinandergebaut. Und hab ein neues Display jetzt. Ohne Spider-App. Bonus. Da muss ich noch die Nadel ein bisschen rausziehen, was diese Brücke macht hinten beim Artix, ne? Was Ja. quasi die LED-Umschaltung und die Strobo-Umschaltung machen. Da ging die scheiß LED-Umschaltung nicht. Also, da habe ich geguckt, hä? Habe ich oben so einen Jumper reingesteckt? Sag ich, ja, geht doch, ne? Und dann musste ich feststellen, dass nur eigentlich nur die Nadeln nicht richtig drauf gedrückt haben auf die Punkte. Ich habe die ein bisschen Ja, ich rausgezogen. gehe ja doch direkt auf die Blödstellen oder so, da sie ja nicht mehr Ja, gelötet das, werden. genau, das gibt scheiße Kontakt. Aber wenn du ein bisschen mehr Druck machst, da piekst du dich durch. Ja.
Deine Relais-Schaltung funktioniert wunderbar, halt mit dem Schalter hier vorne dran. Gut. Musst halt anfänglich oben auf LED geschaltet lassen Ja. und dann halt anschließend runter auf Strobo schalten. Weil wenn du es auf Strobo lässt und dann hochfährst, dann kannst du kein LED-Prüfen mehr machen. Aber das ist Das ist klar. ja klar. Genau. Ja, die Kamerakontaktierung musste ich leider wegrationalisieren, weil die hat nicht lange ausgehalten. Okay. Es tut mir leid, aber es ging nicht. Es gab mal Kontakt und gab mal keinen Kontakt und gab mal Kontakt, gab mal keinen Kontakt. Also es hängt Ja, das wahrscheinlich habe ich mir damit schon fast zusammen, gedacht. dass eben die Kupfer, das Kupfer auf der Leiterbahn, also auf der Platine eben zu dünn ist. Und das habe ich Ja, dann rausgeschraubt komplett, weil ich hätte jetzt sagen. musste man Platine so direkt fertig Ja. kaufen. Entweder lasse ich mir einen Stecker schicken, Ja. dass ich den Stecker verwenden kann, weil der hat die richtige Stärke. Ne? Das ist ja eine ganz komische Platinenstärke. Ganz Ja. merkwürdig. Und jetzt habe ich erstmal oben eine Öffnung rausgefräst auf der Abdeckung. Relativ großzügig und da kann man jetzt quasi von oben durch den Niederhalter die Kamerastecker aufstecken. Ja. Das lässt sich auch erstmal ganz gut handeln. Und vorne für den kleinen runden Stecker habe ich eine Halterung gebaut aus dieser und habe da den Rundstecker angeschraubt, also an den Adapter. Aber genau vorne, sodass das Flachbandkabel durch die Niederhalterplatte passt und hinten rumgeführt werden kann. Das heißt, wenn dieses Komplettkabel kaputt geht, kann man einfach, was ich, nach einer Minute hast es dann ausgewechselt. Da steckst du vorne die kleinen Stecker dran. Das habe ich jetzt erstmal so gelassen. Und wenn das Ganze automatisch läuft, dann kann ich mir immer noch Gedanken machen über die Anschließerei der Kameras. Aber mir ging es erstmal darum, dass es zuverlässig läuft und dann auch jemand anstecken kann, der jetzt nicht so Ja. filigran ist, ne? Ja. Sozusagen. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Automatisierung von dem Teil. Das blende ich halt ein Kameratyp 1 anstecken. Da steckt da halt Kameratyp 1 an und dann werte ich halt das Bild aus, ne? Dann blende ich wieder was ein, Kameratyp 2 anstecken zum Beispiel, ne? Und so weiter und so weiter. Ja. Ja. Das ist im Prinzip das Einzige, bis aufs Fußpedal und den Schalter umlegen. Ne? Soll im Endeffekt, dass wenn es so final ist, das Einzige sein, was da dran machen. Der Rest.